Hallo und willkommen zu einer neuen Folge Fallout New Vegas. So, wir sind im Lager der Großkane und ich dachte ehrlich gesagt, es läuft alles auf eine Riesenschießerei hinaus, aber nein, mitnichten. Stattdessen werden wir den Papakan davon überzeugen, dass es das Beste ist, sich mit der RNK zu verbinden, zu verbünden, meine ich, beides geht, anstatt sich mit der Legion gegen die RNK zu verbünden. Und ich glaube ganz ehrlich sogar, dass das tatsächlich für die Großkane der bessere Weg ist. Denn die Legion wird sie, davon bin ich überzeugt, letztendlich versklaven und raushauen, nette wenn sie Roboter. Sie nicht mehr brauchen. Während sie bei der RNK zumindest die Chance haben, sich irgendwie zu etablieren, wenn auch nicht mehr auf ihre räuberische Art und Weise, wie sie es gerne würden. Aber die Kane können als wichtige Einflusspartner bestimmt irgendwie nochmal zu großem Ruhm kommen. Vielleicht anders, als das Papakan jetzt gern hätte, aber ich denke wirklich, das ist eine gute Entscheidung. Ein Problem ist anscheinend Karl. Und um das werden wir uns jetzt gleich mal kümmern. Ich werde jetzt erstmal ein bisschen Zeit vergehen lassen müssen. Wartet mal, darf ich irgendwie zum Beispiel... Ist hier ein Bett, das ich benutzen darf? Nö, leider nicht. Netter Roboter. Schade. Aber ist nicht so schlimm. Dann warten wir jetzt hier nämlich mal 12 Stunden, bis Papa Khan wieder hier in der Haupthalle ist. Das wäre schon mal gut. Denn der Plan ist, dass wir Karl, der ein Gesandter der Legion ist, der immer in höchsten Tönen von den Kanen redet, dazu bringen, dass er die Fassung verliert. Und zwar während Papa Khan hier sitzt. Warte mal, wer bist denn du denn jetzt? Ach, du bist Karl. Aber wo ist jetzt Papa Khan? Aber ich habe beim letzten Mal schon bemerkt, dass der immer ein bisschen später zum Essen kommt. Warten wir mal noch ein bisschen. Was? Aha. Karl? Wenn wir nicht im Territorium der Kane wären, würde ich sie auf der Stelle umbringen. Caesars Tod wird gerecht werden. Ach ja. Ich habe mich ehrlich gesagt gefragt, warum sie sich den Khan als Zeichen der Verbundenheit nicht anschließen, so richtig. Mit Ritual und allem. Anschließen? Oh nein, das geht nicht. Das ist, ich wäre einer solch großen Ehre nicht würdig. Aha, ja klar, da kommen wir der Sache schon auf die Spur. Da zeigt sich schon so ein bisschen die wahre Meinung, die der hochnäsige Karl von der ach so tollen Legion über die Kane hat. Naja, treiben wir es auf die Spitze. Aber ein Krieger im Dienst des glorreichen Cäsars ist doch am besten diesem Stamm würdig und diesem Stamm gewachsen. Natürlich bin ich das. Ich meine, Caesar unterstehen viele mächtige Krieger. Und es steht mir nicht zu, sie mit den Großkanen zu vergleichen. Weil sie wissen, dass sie es nicht schaffen würden, ne? Kein Caesar-Kerl ist so cool wie die Kane. Deswegen, ich verstehe schon. Das reicht! Was fällt Ihnen ein, Caesar-Soldat mit diesen Wilden zu vergleichen? Kein Großkhan könnte es mit einem Legionär aufnehmen. Vor dem Verbrannten würden sich selbst die mächtigsten Großkhane vor Angst in die Hose machen. Ich meine... Interessante Meinung, Karl. Ich frage mich, was Papa Khan dazu sagt. Mieser Dreckskerl! So etwas sagt man nicht ungestraft. Großkane, treibt Caesars Hund aus unserem Lager. Wenn er zu langsam zum Fliegen ist, dann tötet ihn. Cool. Das war leicht. Ja? Okay. Den können wir abhaken. Aber ich muss auch echt sagen, dass Papa Khan schon ein bisschen leicht aus der Haut fährt, ne? Dauert nicht mehr lange bis zu einem ausgewachsenen Krieg. Weil ich meine, eigentlich, jetzt mal ehrlich, sein Sohn hat mir in der letzten Folge noch erklärt, dass die beiden Freunde sind. Die sind befreundet, meinte er. Und ich weiß nicht, ob man gleich seinen Freund irgendwie über den Haufen schießt, nur weil der irgendwie sagt so, nö, meine Fußballmannschaft ist viel cooler wie deine. So ungefähr. Naja, okay, ist schon gut. So. Aber das war nur eins von vielen Problemen. 4 andere haben wir nämlich noch, die wir überzeugen müssen. Machen wir mal die Mission her. Ich schau mal kurz auf die Karte, wo uns die hinführt. Okay, genau. Hinten in der Drogenküche, die Melissa, glaube ich, ist das gewesen, oder? Ich bin mir nicht mehr sicher, aber ich kann mich an die erinnern. Schauen wir mal. Ah ja, die schlafen auch tagsüber. Das ist praktisch. Was? Diane ist das. Jack und Diane, ah. Scheiße. Jemand hat Motorrunner umgelegt. Der Junge war einer unserer größten Abnehmer.
Oh, ich befürchte, das war ich. Das tut mir leid. Aber reden wir über was anderes. Wie sieht's denn mit der Allianz zwischen den Khan und Caesar aus? Wie wär's denn, wenn man die beenden würde? Wäre das nicht cool? Hey, ich bin nicht unbedingt heiß drauf, mit Caesar zu arbeiten. Aber wenn dadurch meine Dealer vor seinen Patrouillen Ruhe haben, bin ich dafür. Naja, aber ich meine, Caesar als Verbündeter wird ja keinen Drogenhandel dulden. Der ist ja voll anti-Drogen und so. Der hasst Drogen. Ich meine, der ist tot, aber die Legion insgesamt hasst Drogen. Sein Nachfolger bestimmt auch. Davon höre ich zum ersten Mal. Haben Sie dafür irgendwelche Beweise? Naja, aber ich suche welche. Gut, dann kommen Sie wieder, wenn Sie sie haben. Ich weiß ehrlich nicht, wo ich die jetzt herkriegen soll. Was hältst du denn so von Caesar? Naja, ich bin nicht unbedingt heiß drauf, mit Caesar zu arbeiten, aber wenn dadurch... Kenn ich Papa schon. Hat das Schiff bislang immer in die richtige Richtung gesteuert. Naja, okay. Dann tschüss. 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 Dann reden wir mal mit Jack. Die RNK schließt also jetzt Frieden mit den Kings? Wo war diese Gnade bei Bitter... Hey, was läuft denn so? Ich weiß nicht, aber deine Partnerin hier ist irgendwie unheimlich. Ich glaube, die ist eingefroren. Was hältst du denn dafür? Also ich möchte... Also jetzt pass mal auf, Jack. Wie wär's denn, wenn du öffentlich bekannt gibst, dass du gegen die Allianz der Khane und Caesar bist? Was hältst du davon? Hä? Ich und Diane, wir stehen nicht so auf Politikkram, ja? Ach so. Wir stellen nur Ware her und sorgen dafür, dass sie ein ordentliches Zuhause bekommt. Klar nervt Caesar, aber... Solange wir uns haben, kümmert es uns nicht, wie sich die großen Tiere balgen. Ja gut, aber du musst es mal so sehen. Die Legionäre sind bekannte Sklaventreiber und Frauen haben in der Legion überhaupt nichts zu suchen eigentlich. Die sind im besten Fall irgendwie Sklavinnen. Und das wird mit Diana auch passieren, wenn sie nicht einfach umbringen. Wer weiß. Alter, was für ein super Mist! Das ist doch niemals ein Copa Shishi. Ja, okay. Ich und Diane halten Ihnen den Rücken frei. Kein Problem. Ich weiß nicht, was ein Copa Shishi ist. Aber vermutlich ist das keiner. Also, wirst du öffentlich jetzt gegen die Allianz eintreten? Geht in Ordnung, Junge. Ich halte Ihnen den Rücken frei. Cool. Und somit habe ich Diana auch, oder? Immer cool bleiben, Alter. Bleibe ich. Ich bin immer cool. Weil die haben doch, mir wurde gesagt von dem Sohn, wenn ich einen überzeugen kann, habe ich beide überzeugt. Melissa, bla bla bla. Ja, anscheinend. Na gut, Melissa. Wer ist denn jetzt Melissa? Oh, Nanu, die ist sonst irgendwo. Damit habe ich nicht gerechnet. Aber ich weiß jetzt auch nicht, welcher Marker welche ist, oder? Das ist ja auch ein bisschen doof. Hier hinten ist noch was. Das wäre jetzt interessant, was ist. Was ist denn das da? Warum soll ich da hin? Da ist, glaube ich, die Generälin, mit der ich reden soll. Was dann hier zum Beispiel? Keine Ahnung. Mann, das ist jetzt doof. Warte mal, hier ist Goodspring. Was ist denn hier so nahe an Goodspring? Ist das nicht Todeskrallenland? Ich befürchte schon. Ich gehe mal zu dem Denkmal hier. Wahrscheinlich finde ich hier irgendwelche Beweise oder so. Ich weiß auch nicht. Ich muss mal kurz gucken, welcher Marker der ist, den wir suchen. Der nördliche. Nördlich von hier. Da lang. Todeskrallenland. Okay. Wie sieht es mit der Bewaffnung aus? Nicht so super awesome. Aber das muss reichen. Mehr haben wir gerade nicht. Naja, na dann. Dann schleichen wir lieber ein bisschen. Ich gehe mal mit der Pistole vor, weil ich gehe nicht davon aus, dass jetzt gleich hier irgendwie ein Riesenrudel Todeskrallen drin sitzt. Aber was ich fast, ich finde ehrlich gesagt fast diese gelblichen Fliegen, diese Chisel-Bizzles, finde ich fast noch schlimmer wie Todeskrallen. Wobei wir ehrlich gesagt hier in New Vegas jetzt im Überlebensmodus und so noch nie gegen eine Todeskralle gekämpft haben. Aber inzwischen habe ich das Gefühl, sind wir schon relativ stark. Ich glaube, wir werden mit so einer Todeskralle fertig oder zwei.
Aber ich glaube, irgendwie muss ich woanders hin. Irgendwie laufe ich hier gegen eine Wand. Wie komme ich da hin? Oh, oh. Iri ist im Kampfmodus. Wo denn? Wie denn? Was denn? Was verschießt ihr denn? Oh, ein Red Skorpion. Okay. Mit dem tue ich mit der Pistole echt so gar nichts, aber gut. Die anderen sind ja zum Glück auch noch da. Die regeln das schon. Danke, Leute. Sehr hilfreich. Und Erfahrungspunkte gibt es dafür auch noch. Ausgezeichnet. Ich sehe da hinten, glaube ich, schon den nächsten, oder? Ist das einer? Ja, genau. Schlecht getarnt sind die. Schlecht getarnt. Wow, dass die ersten beiden Schüsse getroffen haben. Alle haben getroffen und alle hatten so eine katastrophale Trefferwahrscheinlichkeit. Cool. Ziemlich cool. Meint ihr, wir können hier hochgehen? Sieht ehrlich gesagt nicht so aus. Also es sieht so aus, als könnte man hochgehen, aber ich vermute hier fast eine unsichtbare Wand oder so. Na, ich habe es mir gedacht, die wollen nicht, dass man hier hochgeht. Ich muss da wirklich, sag mal, muss ich wirklich in das Bergwerk rein, wo die Todeskrallen wohnen? Und ich weiß ja noch nicht mal, was da eigentlich ist. Irgendeins von meinen Missionszielen ist hier. Ich weiß ja nicht mal, welches. Und ist das da unten nicht die Stadt? Also die Hafenstadt, in der man dann in Caesars Lager fährt? Muss ich in Caesars Lager gehen für irgendwelche Beweise? Weil das wäre ziemlich krass. Ich meine, also... Wow, das hatten wir schon mal. Ihr könnt euch wahrscheinlich noch erinnern, die paar Folgen, in denen ich panisch durchs Lager gelaufen bin und geschrien habe und irgendwie... die halbe Zeit unsichtbar war und die andere halbe Zeit rumgeschossen habe. Wie blöd. Das war lustig. Ich weiß aber nicht, ob wir das noch... Wow, Riesen. Ganz viel Skorpionrudel. Oh, oh, hallo. Werter Herr Skorpion. Wo sind meine Begleiter, wenn man sie braucht? Oh, danke. Idi, du musst cool bleiben. Du bist immun gegen Gift. Lass dir nichts irgendwie von denen... Nee, nee. Kriegen wir schon hin. Puh. Da ist anscheinend ein Nest von denen. Mal gucken, was die so erbeutet haben in letzter Zeit. Da liegt doch jemand. Ein Söldner. Tja, der hat seinen letzten Sold bekommen. Der Söldner sollte mal lieber was anderes gemacht haben. Aber jetzt ist es zu spät. Eine echte Schande. Oh. Ah, die Pistole macht so gar keinen Schaden gegen die Dinger. Die sind auch noch gepanzert und so. Das ist schon echt gut, dass Idi und vor allem er dabei ist. Er mit seinem Lasergewehr macht echt ordentlich Schaden. Ziemlich cool. Der haut rein. Ich meine, ich kann auch ein bisschen mithelfen, aber im Endeffekt... Ja, wenn man sich das anguckt, bin ich nur für Peanuts verantwortlich. Ich glaube, der kann das eigentlich allein machen. Oh, oh, ist die Knarre schon so kaputt oder wie? Ich brauche keine Giftdrüsen von denen. Ah, das ist echt nervig. Ich weiß ja wirklich nicht mal genau, wieso. Ich weiß nicht mal, wieso. Das nervt ein bisschen. Ich weiß nicht mal, warum ich dahin muss. Aber wenn ich mir das so anschaue, muss ich wirklich rein. Ich muss in das Bergwerk. Ich gehe mal nach Sloan, da werden wir vergöttert. Ah, Feinde in der Nähe. Da müssen wir wohl erst noch ein paar Todeskrallen, wollte ich schon sagen. Aber nee, ich glaube eher Red Scorpions. Kaputt machen. Ich habe Angst. Was macht er die Geräusche bitte? Hello? Oh.
Was für ein kapitales Exemplar. Ah, nein, ich würde... Genau. Ja, so diese Schleichtreffer, die machen natürlich einen guten kritischen Schaden, aber alles, was danach kommt... Aber es hat gereicht. Passt schon. Und der wurde vaporisiert. So, dürfen wir jetzt schnell reisen? Nicht, wenn ich mich verklicke. Gut, machen wir mal. Okay. Aber jetzt müssen wir im Grunde hinter die Stadt kommen. Es sieht so aus, als wäre am ehesten hier ein Eingang. Ja, es macht doch Sinn. Hier sitzen die und sagen so, lieber nicht weitergehen, Todeskrallenland. Aber ich glaube, es ist Zeit, dass wir uns mit Todeskrallen anlegen. Ehrlich gesagt, mit unserem schießwütigen Gannon-Freund hinten im Schlepptau und Edie sowieso und ein paar Granaten kriegen wir die paar Todeskrallen auch noch klein, oder? Mal schauen, die können schon echt gefährlich werden. Man muss die einfach nur töten, bevor sie einem zu nahe kommen. Das klingt doch leicht. Zum Glück sind die halt eben Fernkämpfer. Und ich habe doch auch wenigstens noch ein paar Schuss. Warte mal, Panzer brechen, das ist gut eigentlich. Was haben wir noch? 6 normale, 4 hohl. Naja, aber 4 panzerbrechende Schuss ist doch schon mal gut eigentlich, oder? Da ist schon die erste. Oh yeah. So ein panzerbrechender Scharfschützengewehrschuss, Schleichangriff, der haut natürlich rein. Aber das war auch nur ein Jungtier, muss man auch dazu sagen. Aber trotzdem glaube ich, so ein panzerbrechender, kritischer Schleichangriff, der tut auch so einer Alpha, so ein Alpha-Männchen oder einer Brutmutter ordentlich weh. Ha, hier hat sogar jemand eine riesige Todeskralle an den Kran gesprüht, wahrscheinlich als Warnung. Aber hier liegen viele Tote rum. Das war aber nicht ich. War das etwa der? Ich meine, die Pulverbanditen mit ihrem Sprengstoff. Kann ich mir schon vorstellen, dass die eine oder andere Todeskralle klein kriegen. Todeskleine Krall kriegen. Aber warum bin ich hier? Ich bin echt gespannt, warum ich eigentlich hier bin. Was will uns dieser Questmarker sagen? Wohin führt uns der eigentlich? Da bin ich echt gespannt. Wer weiß. Ich weiß nur, dass hier mindestens 4 Todeskrallen noch rumgurken. Gut, das ist nicht mal so schlimm viel, ehrlich gesagt. Ich habe noch 3 Schuss. 3 Panzerbrechende, die müssen halt dann sitzen. Oh, oh. Hallo. Oh, oh, ja, die halten jetzt schon was aus. Okay, das waren die 3 Schuss. Oh, Hilfe! Oh Gott, das war knapp. Oh, 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 oh. Das war nicht gut. Und das wird jetzt auch nicht gut. Verdammt nochmal. Oh, Gott sei Dank. Oh, shit. Oh, shit. Komm schon, Gannon. Oh nein. Es hat ihn erwischt. Ich hab's gewusst. Ich hab's gewusst. Ein Treffer von denen und es ist vorbei. Da müssen wir wohl nochmal laden. Ich frage mich, wann es das letzte Mal gespeichert hat. Ich hoffe nicht vor super langer Zeit. Okay, kurz bevor wir uns wegteleportiert haben, das ist okay. Das können wir nochmal machen. Aber für heute würde ich sagen, müssen wir dann jetzt leider trotzdem Schluss machen. Ich bedanke mich auf jeden Fall herzlich fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und morgen werden wir es nochmal versuchen, uns hier reinzukämpfen. Aber ich glaube, vorher versuchen wir mal, gibt es hier einen Shop oder so? Unsere Jungs haben die Einschienenbahn wieder zum Laufen gebracht. Büro? Werkstatt? Ich würde gern echt noch irgendwie Munition oder Waffen kaufen. Kantine? Sieht nicht so aus, als gäbe es hier einen Waffenladen. Nee, aber ist egal. Das kriegen wir morgen schon hin. Öfter mal speichern und dann wird das schon. Leute, und ich sage jetzt danke und bis bald.